Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Torin, dem sehr mysteriösen Spiel, wo ich von Mal zu Mal immer weniger begreife. Das stimmt nicht, aber was hat der Zauberer getan mit uns? Oder was musste er tun? Das ist vielleicht die andere Frage. Oder ist er automatisch gesprungen und es geht nach oben? Okay. Sind wir wieder tot? Clipping! Es geht weiter und weiter. Sobald ich dich freilasse, wirst du auf dich allein gestellt sein. Aber traure nicht, mein Kind. Du wirst im Abgrund das tun. Es ist viel zu schnell. Ihr könnt es pausieren und nachlesen, aber es ist viel zu schnell. Um das so ein bisschen dramaturgisch vorzulesen. Oha, der Abgrund. Sind das alles die Gefühle des Zauberers und jetzt fällt er in den Abgrund? Oha. Ja, ich weiß Bescheid. Wir springen einfach aus dem Kreis raus. So gut wir das können. Es hat einfach gestockt, ob es das mag. Es ist okay. Ich habe auf dich gewartet, mein Kind. Jetzt hier im Abgrund führt dich niemand mehr. Du musst selbst wählen. Du kannst festhalten, was einst war, oder du kannst dieses Leben loslassen und die Ewigkeit ergreifen. Oh, ich kann mich umbringen. Nein! Das wird schwierig. Das hört sich so falsch an. Entschuldigung. Ach, Glück. Es hat geklappt. Am Ende, wie schon etliche Male zuvor, erlangte Solidor echte Erkenntnis und stürzte sich in den Abgrund. Okay. Blitze! Was ist hier? So. Okay, ich brauche einen Blitz. Halt, wir gehen erstmal runter. Ich gehe weiter runter. Hier können wir. Ja, Liebes. Komm, was haben wir hier? Komm, was haben wir hier? Hallo, Blitze. Da.
Am Rande des Abgrunds erblickte der Ritter Solidor den schwarzen Turm. In Immern lauern die Schatten der Toten, die sich verzweifelt an ihre Vergangenheit klammern. Okay. Wir kommen der Sache näher. Einmal getroffen, sehr gut. Ich dachte gerade, es sei zu hier. Ich erkenne auch nichts. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Nehme ich mal an. Ich hatte es doch geschafft. Ich will gar nicht wissen, wie voll das jetzt mit Sand hier alles ist. Müssen wir von vorne anfangen. Verzeiht, aber ich finde es gerade nicht die Linie. Ich warte jetzt hier. Ach, Glück gehabt. Ich weiß, was du dir wünschst. Der Blick in den Abgrund weckt die Erinnerung an ihn. Du folgst der himmlischen Brücke auf der Suche nach der Sonne, um ihn zu begrüßen. In jedem deiner Leben folgst du ihm. Ich kann dich nicht begleiten, ich bin nur ein Schatten. Ich kann dich nicht ins Licht führen, sondern dich nur an die Dunkelheit erinnern. Okay. Das klingt nicht gut. Da geht's nicht lang, oh Gott. Was geht hier vor sich? Dein Kleid ist scharlachrot in meiner Welt und schneeweiß in der. Unsere Hoffnung, unser Herzblut umgeben dich und wenn du dich endlich blablabla, wird wer dann noch dein Zeuge sein. Okay. Da ist das Schwert. Ja, Scharlachrot ist was anderes. Es wird immer weißer, wenn ich das so betrachte. Ja. Die Welten verschmelzen miteinander. Und hier ist tausendfach Blut.
den Handabdrücke aus Blut. Und da ist das rote Kleid. Im Frühjahr bist du gesprossen, im Sommer und Herbst bist du gewachsen und nun am Ende des Winters wirst du blühen. Dies sind deine letzten Augenblicke als Mensch, Moonchild. Verbrenne unseren Vertrag und sei frei. Ist hier oder geht hier vor sich? Okay, jetzt wissen wir es. Wir haben Feuer. Schaffen wir es. Ja. Komm, mein Kind. Wir müssen nach oben. Was erwartet uns oben? Das Ende. Als Mondschein. Child, Mondschein. Ist auch so ein Mondschein. Spring. Ring. Nutze es. Und wir gehen weiter. Sind weit oben. Zu nah an Gott. Ah, da ist das Feuer. Es geht weiter. Was ist hier nur los? Und je höher wir steigen, desto gelber wird unser Kleid. Sehe ich das richtig? Sehe ich das falsch? Das Feuer. Und hier ist sonst nichts. Hier unten. Die Richtung ist es nicht. Die alte. Es ist ausgegangen. Oder macht das was? Komme ich auf der anderen Seite dran? Wahrscheinlich, ja. Oh, jetzt ist es gerade ausgegangen. Ja. Oder ist da hinten irgendwas, was brennt? Nee. Schade, ist gerade ausgegangen. Aber okay. Hallo? Naja, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wir erklimmen immer weiter den Turm. Und im Hintergrund sterbe ich gerade. Nicht so wild. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Es ist alles noch sehr mysteriös. Mal schauen, was auf uns noch weiterhin zukommt.
Wir sehen uns. Macht's gut und ciao.